Ja, servus liebe Zigarren-Aficionados. Es geht weiter mit der Simon Beltre Miniserie. Das ist dann aber auch die letzte, und zwar die Andulo Short Robusto. Vom Blend her ist es eigentlich auf dem Papier dasselbe, bloß die Fermentierungsart ist halt eben anders. Wir haben hier ein 57er Ringmaß, 11,43 cm Länge und kostet 9,90 Euro. Wir haben hier wieder, vielleicht zeige ich es ein bisschen näher, vielleicht sieht man es ein bisschen, als Deckblatt ein ecuadorianisches Habanos 2000, als Umblatt wieder ein Domrep Criollo 98, Einlage Domrep Olor Criollo 98, San Vincente und Piloto, hier Aging 4 bis 7 Jahre und hier steht dann nochmal das Format. Und ja, dieses Andulo ist halt, das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt, da werden halt noch die Tabake in diese Königspalmenblätter, / Bananenstaudenblätter, wie auch immer, ja, verschnürt, also eingerollt, verschnürt. Und das hat so eine Oldschool-Fermentierungsart. In diesem Fall hier wird es dreimal gemacht, zu jeweils 90 Tagen. Ja. Und ich finde, dadurch bekommen die Tabake so einen leicht salzig-mineralischen Kick, also so eine gewisse, ja, Salzigkeit einfach. Weil ihr kennt es ja, wenn ihr diese Sonnenblumenkerne so esst, also mit der Schale zum Beispiel, das hat ja auch so einen leicht salzigen, holzig-schaligen Touch irgendwie so. Und da erinnert mich das, zumindest die Andulos, die ich bisher hatte, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, dieses leicht schalige. Und mit schalig meine ich wirklich Schale. und dieses leicht mineralisch-salzige. Ja, 99, auch wieder hier das Deckblatt. Sehr gleichmäßig, tolle Farbe. Was mir hier auffällt, dass die Pickelchen, weil ich hatte ja bei der CSZ gestern von Simon Beltre di Toro, hatte ich so Pickelchen überall, aber gleichmäßig und hier nicht so wirklich, also eigentlich gar nicht. Ja. Wie auch immer. Ich bin gespannt. Ich hoffe mal, dass nicht nur, weil es so Blend, ähnliche Blend ist, dass nicht nur diese salzige dazu kommt, sondern dass sich eventuell dadurch, durch diese Fermentierungsart und auch die etwas längere überhaupt Lagerung, dass sich dadurch doch auch andere Aromen noch mit reinmischen. Ja. Genau, das war's vorerst. Ich mache sie an und dann geht's weiter. Simon Beltre Andulo Short Robusto. Schön aufgefangen noch. Also vom Kaltgeruch kann ich schon sagen, verspricht sie. Nach Kirsche zu schmecken. Erinnert mich so an Mangerie, so eine leichte schokoladige, süßliche Geschichte mit dabei. Und halt eben dieses Kirschwasser, sage ich jetzt mal. Ohne Scheiß. Also wer hier nicht Mangerie rausriecht. Ein Kaltzug. Relativ fest gerollt vom Kaltzug. Das war die CSZ ja auch. Ja, so. Mangerie-mäßig. Auch beim Kaltzug. Also. Das ist vielleicht nicht ganz so intensiv vom Kaltzug, dieses Kirscharoma. Das ist vorne zumindest dominanter als jetzt letztendlich dann beim Kaltzug hier. Aber sie erinnern so ein bisschen an eine Praline einfach, so ein bisschen. Ja, Brand, Weinbrand oder was auch immer. Irgendwie. Ansonsten hast du ganz leichte Würze mit dabei. Ganz leicht. Am Anfang ist ja immer so eine gewisse Creme oder Butterigkeit da. Bei fast allen Zigarren, aber das ist eher zu vernachlässigen. Ja. Gucken wir mal die dritte Binde hier unten, die Fußbinde. Wenn wir die besser wegkriegen.
Vorsichtig, da wo der Kleb dann kommt, ein bisschen aufpacken. Ah. Ja, ganz gut. Ganz gut. Da machen wir sie an. Ja, bin gespannt. Ja, jetzt aber im Nachhinein, jetzt merke ich, dass da schon die Schärfe, also dieser frische, ich sag jetzt mal weißer Pfeffer, dass der da so ein bisschen sich steigert. Ja, also. Goodie man, es gibt so viele Tutorials auf YouTube, wie man eine Zigarre anzündet, das muss jeder für sich entscheiden. Das ist mir auch egal, wie er die anzündet. Ich hatte ja mal auch aus Spaß einfach, weil mir jemand so 4-5 so Whisky-Proben geschickt hat, habe ich halt einfach ein Video gemacht. Und ich weiß, was mir schmeckt und ich kann Aromen relativ gut beschreiben, sage ich jetzt mal, das, was ich zumindest dann einmaligen oder erstmaligen Schmecken dann halt eben so beschreiben kann. Da kam auch ein Kommentar, ja, wie kann man das machen, so ein Whisky-Tasten. Nicht so, Alter, das macht einfach Spaß. Ich hocke mich hin und mache halt eben nicht nur Zigarren. Ich habe schon mal auch die japanischen Whisky gemacht. Ja, ich kann trotzdem den Geruch, die Konsistenz, die Farbe und einfach den ersten Eindruck kann ich trotzdem gut übermitteln, auch wenn ich kein Whisky-Profi bin. Es ist ja so, wie wenn ich jetzt, was würdest du sagen, wenn jemand mit dem Benzinfeuerzeug die Zigarren anzündet, da würdest du auch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ich so, nee, mach doch, was du willst. Da kannst du die Zigarre auch anal einführen, das juckt mich auch wenig. Nicht, dass ich jetzt jemand auf Gedanken gebracht habe. Das so ein bisschen mehr Gegenzug als jetzt die CSZ von gestern. Aber trotzdem kommt das Rauchvolumen beim zweiten, dritten Ziehen doch gut vorbei. Gut rum. Jetzt geschmacklich. Also im Vergleich zur CSZ. Puh. Schwierig da jetzt. Also ganz grundsätzlich betrachtet hast du eine eher trockenere, ledrigere Zigarre als die CSZ sowieso. Ja, die war am Anfang schon cremig, hier nicht so wirklich. Weniger Pfeffer. Ja, also er ist zwar da, dieser weiße Pfeffer, sage ich jetzt mal, aber nicht so wirklich dominant, wie es bei der CSZ war. Weil CSZ war so nach 2-3 Minuten schon richtig, bam, 6 von 10 habe ich ja gesagt. Der sich aber relativ schnell so richtig auf Schlag, ja, halbiert hat. Ja. Auch interessant. Von der Intensität her. Und hier hast du eine Grundwürze einfach da. So 3 von 10, sage ich jetzt mal. Abhand sehe ich aber gleich, obwohl kein Wind ist im Vergleich zu gestern, ist schlechter als bei der CSZ, obwohl das Wetter gestern, sage ich jetzt mal, nicht so stabil war. Auch auffällig. Kann natürlich auch an der nicht gleichmäßigen Anzündung der Zigarre gelegen haben jetzt hier, aber ich meine, weiß ich nicht, dass jetzt hier hinten auch dann so ein Zacken kommt, das liegt glaube ich dann nicht an meinem Anzünden. Ist ja, ja. Das sind mal Mini-Details, die nicht wirklich vielleicht wichtig sind, aber mir halt direkt auffallen. Ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Das wird sich eh dann regulieren selber. Ansonsten hast du eher Holz. Die Beschaffenheit ist halt ledrig und auch ein leichter Lederton ist da, aber nicht so dominant, auch wie es das bei der CSZ war. Das sieht man schon, da gibt es Probleme irgendwie. Aber ich guck mal, wie sich das reguliert selber. Und dann greife ich erst ein mit dem Nachzünden, Nachkorrigieren. Ob jetzt von dem Kirsch oder von der Schokolade.
merke ich jetzt zunächst mal nichts. Sie kommt relativ mild auch wieder darüber. Feine, holzige, ledrige Augen. Vielleicht hier und da so ein Röstaroma, vielleicht so ein bisschen Rauchtoast, aber muss man sich schon einbilden. Jetzt mal schauen. Aber finde ich interessant, dass die schon klar sind, die Aromen, dieses Holz, dieses Leder, diese leichte Schärfe. Ja, geht schon in die Richtung von der CSZ von gestern, aber die Aromen waren ganz anders verteilt, so von der Intensität her und so weiter. Ja. Ja, sieht man schon, dass es dann so ein bisschen das Feuer nicht gut angenommen hat hier oben. Deswegen vielleicht auch so ein bisschen, ja, aber trotzdem, das bleibt etwas dunkler. Hier bleibt es etwas dunkler, wo es weniger schnell abbrennen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Hier oben, auch wenn ich jetzt nochmal nachgezündet habe, hier oben möchte das Feuer nicht annehmen, das Teil hier. Aber jetzt kommt so eine gewisse... Na, wenn du oft Creme sagst, meine viele süße Creme, so Sahne oder so. Aber oft ist auch einfach nur die Beschaffenheit schmierig, butterig, cremig, ohne dass jetzt ein Aroma dahinter steckt. Ja, und hier ist es momentan so der Fall, so ein bisschen möchte da schon durchkommen, so ein bisschen, aber jetzt wird es wieder trockener. Also die Speichelanregung auch. Aber jetzt ist es komisch. Ja, mein erster Eindruck. Ich gehe weiter. Bis gleich. Also gutes Rauchvolumen, minimaler Gegenzug, alles okay, Abbrand. Ja, obwohl das Wetter beständiger ist, nicht so schön. Interessant. Sie erinnert mich an die CSZ so nach einer Dreiviertelstunde. Ich sagte ja, ja so zwischen 30 und 60 Minuten war sie sehr mild und sehr geradlinig und ja, langweilig in Anführungszeichen. Ist ja immer so die Phase vor dem letzten Drittel da, wo die Zigarre sich so erstmal ein bisschen sammelt, so die Ruhe vor dem Sturm. Und hier ist es im Prinzip so von Anfang an irgendwie so. Ja, leichte Toast-Aromen, dezente Würze, ja. Leichtleder, Zedernholz, das war's. Ich habe auch von dem Ecuador nicht so die Süße, die hin und wieder mal durchschaut. Und diese anfängliche Fruchtigkeit, die ich ja, hatte, habe ich hier auch nicht wirklich. Aber jetzt mal schauen, da wird sich hoffentlich noch was tun. Ja, also ich finde es echt interessant. Das Wetter ist besser und der Abbrand ist schlechter, wie auch immer. Aber das habe ich von Anfang an ja gehabt, wie ihr gesehen habt, dass da so ein bisschen was nicht gestimmt hat. Aber es ist okay, sie brennt trotzdem gut runter, gutes Rauchvolumen, alles okay. Geschmacklich, ja, dieses Andulo kann man ihr vielleicht nachsprechen, so ganz leichte salzige mineralische Aromen. Aber würde ich jetzt so nicht erkennen als Andulo. Also zum Beispiel die Vega Fina Andulo fand ich deutlich salziger. Aber die war auch frischer, natürlich. Ja, so leichte Holzaromen sind halt jetzt eher im Vordergrund. Doch hier und da so eine ganz dezente Süße am Start. Aber zu vernachlässigen auch. Ja, aber die Grundwürze bleibt. Aber ich würde sagen, ja, 2,53 von 10, wenn überhaupt, ja. Weiß ich nicht. Bisschen langweilig, aber wir sind ja erst bei der Hälfte knapp, nicht mal. Also da kommt auf jeden Fall noch ein triumphaler Schlag ins Gesicht. Ansonsten ist es halt eine langweilige CSZ-Version sozusagen. Ja, so ein Hauch Zartbitterschokolade kommt. Sie wird ein bisschen schärfer, ein bisschen Gras, ein bisschen Erde. Sie entwickelt sich jetzt zum Schluss doch ein bisschen, aber bis hierhin war sie eigentlich komplett geradlinig. Ja, aber dieses Schokoladige ist auch zu vernachlässigen. Jetzt kommt halt eben, ja, so wie es bei der CSZ auch war, eine Schärfe, Floralität, Gras, ein bisschen Erde hinzu. Abbrand, wie gesagt, nicht so geil. Ja, also die Zigarre ist super mild. Jetzt am Schluss halt, wie gesagt, dieses Erdige, Grasige so ein bisschen. Toast noch ein bisschen. Aber sehr geradlinig und langweilig, muss ich sagen. Also wenn du eine super milde Zigarre möchtest
und du trotzdem schöne Aromen am Start hast, ist sie ja schon gut. Aber jetzt im Vergleich zur CSZ gibt es keinen Vergleich. Also die hier kriegt eine 3 von 5. Ja. Weil auch Lugan war ja gut und hat ja schon geschmeckt so. Aber weiß ich nicht, ob die... Ja. Gut, ich meine, Potenzial hat dieser Blend auf jeden Fall. Die Antolo-Variante und diese 4 bis 7 Jahre. Ja, weiß ich nicht, ob man, wie man das da... ja. Ja. Vielleicht von der CSZ noch irgendwie was ja, Dunkleres als Deckblatt. Anstatt die Andolo-Variante machen. Oder halt vielleicht noch ein brasilianisches Deckblatt. Das wäre doch auch mal was. Ja. Oder aus Kamerun was. Oder, nee. Ja, ist okay, die Zigarre, aber hat mich jetzt nicht so angeturnt.